Ich bin Tim von Host Unlimited und ich wollte euch im ersten Video im neuen Jahr 2017 direkt mal informieren, was bei uns in der nächsten Zeit so ansteht. Und zwar, wie ihr ja wisst, wollen wir den Kundendienst erweitern und es stehen einige technische Änderungen an, die wir umsetzen werden. Und ja, wenn du dich dafür interessierst, dann solltest du dieses Video ganz bis zum Ende gucken und wenn es dir gefällt, auch einen Daumen nach oben geben. Auf jeden Fall fangen wir mal an mit dem Kundendienst. Was ändert sich da? Wir haben bisher ja einen Kundendienst von Montag bis Freitag geboten. Das heißt, man konnte uns in dieser Zeit ganz normal erreichen per Telefon, Ticketsystem, E-Mail und so weiter, Live-Chat. Und vielen Kunden hat das nicht gereicht. Viele Kunden haben gesagt, hey, ich habe nur am Wochenende Zeit, nur am Samstag. Könnt ihr das nicht einführen? Und weil uns unsere Kunden wichtig sind, haben wir das natürlich jetzt gemacht. Ab Samstag, also dem ersten Samstag im Jahr 2017, im Februar, bieten wir euch auch Samstagsservice. Das heißt, hier aus unserem Büro in Gifhorn sind wir dann für euch da, haben das Büro auch samstags geöffnet und da könnt ihr uns dann von 10 bis 14 Uhr erreichen. Das ist die erste Sache, sollte einige Kunden freuen und das Beste daran, gratis. Keine Preiserhöhung, nichts dergleichen, alles bleibt beim Alten, nur ihr kriegt mehr Leistung zum gleichen Preis. Ja, das wäre die erste Sache, werden sich einige darüber freuen. Die zweite Sache liegt hier hinter mir. Erstmal steht ein riesen Hardware-Upgrade an von unserer Server-Cloud. Ihr wisst, wir betreiben eine eigene Server-Cloud in Frankfurt am Main. Wir mieten keine externen Systeme an. Und wie ihr vielleicht auch wisst, bauen wir unsere Server-Systeme selbst. Dadurch sparen wir ein Heidengeld, können euch eine gute Qualität bieten, wissen auch, was drin steckt. Und jetzt steht was an, was auch wieder den einen oder anderen interessieren dürfte, was infolge dieser riesen Upgrade-Arbeiten mit eingeführt wird, nämlich ein eigenes Backup-Storage für unsere Kunden. Das heißt, die Kunden hatten bisher die Möglichkeit, über Umwege sich bei uns einen externen Backup-Speicher zu buchen. Jetzt haben die Kunden die Möglichkeit dann, wenn das eingeführt ist, sich auf, hier liegt es, einer immensen Speicherkapazität von 8 Terabyte alles zu sichern. Nein, Spaß. Wir haben, wie man sieht da hinten, vielleicht kann man es sehen, ich versuche mal die Kamera drauf, da liegen einige Festplatten da hinten, kann man es sehen, ja. Diesen Festplatten für euch einsetzen, um euch die Möglichkeit zu bieten, kostengünstig eine Komplettsicherung von eurem System auf diesen Datenträgern im Netzwerk anzulegen. Das heißt, mit wenigen Klicks könnt ihr dann euren kompletten Server sichern. Das System wird super fair sein. Das heißt, ihr zahlt nur das, was ihr auch verbraucht. Die Abrechnung erfolgt nach Gigabyte. Es gibt auch Staffelungen. Also wer mehr abnimmt, kriegt es dann auch noch ein bisschen günstiger. Aber generell reden wir da über Eurobeträge. Es ist also nicht teuer. Und damit hat man dann die Möglichkeit, außerhalb unserer RAID-Systeme seine Daten nochmal extern zu sichern. Das ist also für die Leute interessant, die sie zum Beispiel einen virtuellen Server bei uns betreiben und die ganzen Einstellungen, die sie gemacht haben und die ganzen Konfigurationen und die ganze Software und all das nicht verlieren wollen, im Falle dessen, dass sie mal gehackt werden, dass sie einen Fehler machen, der Server nicht mehr startbar ist. Oder auch bei uns vielleicht, das ist ja auch möglich, dass ein RAID-System zum Beispiel mal sich verabschiedet aus irgendwelchen Gründen, weil zum Beispiel... Kann ich auch mal zeigen, haben wir hier gerade da, ja, Cuttermesser. Wir verbauen ja sehr hochwertige RAID-Controller in unseren Host-Systemen. Das sind solche von Adaptec 6405er, manchmal auch größere, da hängen dann 4 Festplatten dran im RAID 10. Größtenteils haben wir da im Einsatz, na gut, ich habe es keine lagernd. Ne, die sind noch nicht da, das kann ich nicht zeigen, auf jeden Fall WD-RE oder WD-Goldplatten. Und bei denen ist es so, dass ja auch... Bei diesen hochwertigen Geschichten, so ein RAID-Controller kostet über 100 Euro, 150 Euro, 160, 170 Euro, können auch die Dinger mal kaputt gehen. Und wenn man ein RAID-System hat und das Ding ist kaputt, kommt äußerst selten vor, hatten wir bisher auch nur einmal in 9 Jahren, aber es kann vorkommen, dann werden alle Daten weg. Generell läuft das aber so, wenn das funktioniert, hat man 4 Festplatten im RAID 10, das heißt, wir haben RAID 0 und RAID 1, das heißt, wir spiegeln einmal die Daten und einmal werden die Daten... Wie kann man das am besten erklären? Also ein RAID 1 und RAID 0 kombiniert heißt einmal ein Strip und einmal ein Mirror. Das heißt, ich versuche es einfach zu erklären, die Daten liegen insgesamt immer auf so vielen Festplatten, dass man, selbst wenn 2 Festplatten kaputt gehen würden, das System weiter am Laufen lassen könnte. Bei einem RAID 5 wäre das zum Beispiel problematisch, bei einem RAID 0, wo man auf beiden Festplatten immer nur eine Hälfte der Daten hat, ist es sehr problematisch, weil danach ist es im Eimer. Bei einem RAID 1 wäre es vollkommen egal, da hat man ja 2 Festplatten, auf denen jeweils die gleichen Daten gespiegelt liegen. Ja, da mit RAID 10 haben wir halt wirklich eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass es mal ausfallen könnte. Aber wie gesagt, das ist hier der Flaschenhals. Die Dinger sind sauteuer, die Dinger halten eigentlich auch in der Regel auch. Aber wenn man davon 100 im Einsatz hat, kann es schon mal passieren, dass auch so ein Teil kaputt geht. Und dann ist auch, wenn das Ding kaputt ist, dann
echt Kirmes angesagt. Da hat man richtig Freude, hat man richtig Spaß, weil da kommt man nicht mehr an die Daten ran, hat man Riesenprobleme. Und dafür, für solche Kunden, die vor diesem kleinen Risiko Angst haben und die nicht ihre Daten lokal sichern möchten, zum Beispiel Geschäftskunden als Beispiel, die können dann mit unserer Backup-Lösung mit einem Klick im Panel, Klick, dann wird angezeigt, hey, ihr Server ist 7 GB groß oder 18 GB oder 200 GB, dann wird gesagt, hey, das kostet 50 Cent, möchtest du es sichern? Klick, noch ein Klick, dann wird das Ding im Hintergrund gesichert, der Server läuft weiter. Wird dann auf unser externes Storage gelegt, eben bestehend auf diesen massenhaft Festplatten, die wir da hinten haben, schon vorbereitet, und liegt dann da. Solange man Kunde ist, und kostet nichts weiter. Das ist auch das Schöne, wir erheben da keine monatlichen Kosten. Und das Schöne ist auch, man kann es dann jederzeit kostenlos wieder zurückspielen. Ist also auch für die Kunden interessant, die noch nicht so erfahren sind, was die Serververwaltung angeht, die dann einfach sagen, hey, ich möchte das einfach mal ausprobieren, wie sich das verhält mit dem Server, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, wenn ich das mache. Ich richte alles ein, jetzt läuft die Kiste, bumm, Sicherung. Dann kann man in 3 Jahren nochmal hergehen, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, meine Maschine läuft nicht mehr, ich habe jetzt irgendwas Update ausgeführt, auf einmal geht gar nichts mehr, ich komme nicht mehr drauf. Ich habe meinen SSH-Port geändert, komme nicht mehr drauf, gut, dafür mein Rescue-System, aber irgendein Worst Case, ihr werdet gehackt, alles gelöscht, weg, bumm. Da hilft ja auch kein RAID-System, wenn einer raufkommt, alles löscht, weg, bumm, ist es weg. Außer ihr habt ein Backup, klick, wieder entpacken, alles wieder da. Ja, das führen wir ein, ist für uns ein Riesenaufwand, weil wir wirklich hunderte von Terabyte an Daten sichern lassen können müssen und dementsprechend liegen da auch, da kommen noch mehr Festplatten. Wir haben alles gekauft, was wir kaufen konnten bei unserem Hardware-Distributor. Der Rest ist unterwegs, da kommen also noch mehr Festplatten. Das wird ein Riesen-Storage nur für euch, bedeutet für uns immense Kosten und ihr kriegt das wirklich zum Nulltarif durchgereicht. Das heißt, ihr zahlt in etwa die Kosten, was es uns gekostet hat, dann mit euren Backups wieder zurück. Wie gesagt, keine monatlichen Kosten, ist also eine sehr, sehr nette Sache. Naja, das steht demnächst an. Mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Wir kriegen in den nächsten Tagen noch eine riesen Hardware-Lieferung mit über 800 GB Arbeitsspeicher, mit CPUs und so weiter, weil wir die Cloud noch weiter ausbauen wollen, weil wir aktuell sehr stark wachsen und ja auch die Qualität weiterhin bieten wollen und auch den Vorteil, dass man bei uns sofort seine Produkte kriegt, weil wir halt immense Mengen an Hardware vorhalten, dass wir sofort liefern können. Und das wollen wir aufrechthalten und genau deswegen werden wir die Cloud ausbauen. Und da kommen dann sicherlich auch noch einige Videos, weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir je um so einen Batzen Hardware auf einmal geupgradet haben. Also hier wird alles voll sein, hier wird alles voll mit Servern stehen. Da hinten kann man vielleicht auch sehen, da stehen schon die Supermicro-Gehäuse dafür. Die sind also extra Gehäuse für den Betrieb mit Dual-Boards, aber Dual-Socket-Boards und darauf gehen wir dann später noch ein. Ja. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Wenn ihr das Video cool findet, dann wäre es cool, wenn ihr es ein bisschen verteilen würdet oder an eure Freunde schicken würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis bald. Danke fürs Einschalten.